Arbeitstitel. Richtigen Titel war ich zuvor zu überlegen. Und das ist auch heute so ein bisschen, wie man vom Titel vielleicht erahnen könnte, so ein bisschen darum gehen, wie man Backups macht. Vorwarnung, dieser Talk besteht zu 53% aus Fakten und zu 52% aus Meinung. Da ich natürlich immer recht hatte, ist meine Meinung schon in den 53% Fakten enthalten, wo die 52% Meinung herkommt, keine Ahnung, ist vom Laster gefahren oder so. Die erste Frage ist natürlich, warum macht man denn Backups? Warum macht ihr Backups? Ich glaube an Aliens. Ja. Weil ich restore will. Weil du restore willst. Warum willst du restore? Fragen wir mal so. Also was sind die Cases, die du abdeckst damit? Weil ich versehentlich Daten gelöscht habe, weil mir jemand Daten gelöscht hat. Okay, break AFK. Genau. Sonst noch was? Ich lasse meinen PC hier ziemlich oft liegen und ich vertraue hier eigentlich niemandem. So, die Arbeit nicht doppelt machen. Ja, aber das müsste das sein. Finde ich interessant, dass du Arbeit nicht doppelt machen willst mit einer Verdopplung von Zeug, aber gut. Jo, manche Leute behandeln ihre Hardware ziemlich schlecht. Mein Hardware fällt ja. Kann man da noch schießen? Joker will keinen Namen nennen. Fuß. Joker. Ich möchte ein Archiv haben, wie sich Daten entwickelt haben. Kein Hardware fällt. So, es ist Fortschritt, wenn ich Forschung aus öffentlichen Mitteln mache, dass ich die Daten aufheben muss. Kennt die Vorschrift auch jemand? Okay, darf sich dazu nicht äußern. Ich habe zu viel Platz gekriegt. Nein. Aus dem Punkt könnte man noch eine eigene kaufen. So. Was soll er? Erst ein Gigabyte. Ich bevorzuge ein langweiliges Leben. Ja, schön. Das ist Leben. Ja, das ist was. Nicht wahr, dass ich die Menschen scheiße. Ich habe den ganzen Ding Backups gemacht, aber aus den falschen Gründen. Ich dachte, das ist scheinbar. Ja, genau. Ja, da würde ich das. Ist, ja, ich glaube, das ist das echte Chinesen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wird den Chinesen nur eigentlich nicht wahr sein. So. Sonst was? Hat irgendwer Sorge, dass er sein Gerät mal verlegt oder im Bus liegen lässt oder dass es geklaut wird? Anyone? Nee, das ist ja kein Fail, die Hardware funktioniert ja noch, nur jetzt bei jemand anderem. Brain AFK. Naja, wenn jemand in ein Haus einsteigt, dann ist das Leute sind scheiße. Das ist die Punkt rein. Ah, stimmt, Leute sind scheiße, ja, das ist aber okay, dann fassen wir das doch mal, das ist scheiße. Ja, genau. So, das heißt, wir haben jetzt ein paar Sachen, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Dingen, warum man irgendwie Backups haben will. Und bevor wir uns darüber unterhalten, was eigentlich ein Backup ausmacht, unterhalten wir uns vielleicht vorher darüber, was eigentlich kein Backup ist. So, es gibt verschiedene Varianten. Ich habe zu viel Platz an. Ich
könnte irgendwie hingehen und meine Daten irgendwie nehmen und neben die Daten kopieren. Also irgendwie. So, wovor schützt uns sowas? Sowas schützt uns irgendwie nicht vor Aliens, aber vor Brain AFK soll es uns schützen. Vor Leuten und Scheiße schützt es uns nicht. Zumindest von einer Untermenge von Brain AFK schützt es. Bitte? Es schützt von einer Untermenge von Brain AFK. Ja, das ist richtig. Es schützt nicht vor jeder Brain AFK. Es schützt von einer gewissen Untermenge, dass man irgendwie versehentlich, oh, das war ja mein Passwort-Pfeil, was ich da gerade überschrieben habe. Der ist ja mehr so blöd. Also das ist schützt vor einigen dieser Dinge, aber irgendwie nicht vor allem. Zum Beispiel, Laptop wird geklaut, ist davon nicht abgedeckt. Oder Hardware-Failures, da haben wir halt auch gelitten. Oder Laptop explodiert, ist halt nicht davon abgedeckt. Deswegen ist das kein Backup, sondern das ist sogenanntes VCDS. Das ist Version Control. Das ist Version Control in Scheiße. Das ist aber kein Backup. Was ist, wenn man irgendwie, man denkt sich, okay, ich habe zwei Platten in meinem Laptop und dann kopiere ich die Daten irgendwie nicht auf dieselbe Platte, für den Fall, dass die abraucht, sondern irgendwie auf die andere Platte. Also sowas wie, also das ist kein Backup, CP, sowas hier ist auch kein Backup, denn wenn das Laptop explodiert, dann hilft uns das auch nichts. Ja. Ein RAID ist auch kein Backup. Richtig! Redundanz ist Redundanz, aber kein Backup. Also eine Möglichkeit hier Redundanz. Wo jemand mit einer sehr tiefen Stimme sagt, auf der Melodie von meinem Hut hat drei Ecken sein, weil ein RAID ersetzt kein Backup. Genau, denn was ist ein RAID? Ein RAID zum Beispiel, wenn du das heißt, ich zwei Festplatten und ich sage, schreibe meine Daten irgendwie immer auf beide und wenn dann eine von den beiden Platten sich verabschiedet, dann sind die Daten immer noch da. Wenn ich aber, ups, das war ja mein Passwort-File, Brain AFK, dagegen schützt einen das nicht, denn die Brain AFK wird dann direkt auf beide Platten geschrieben. Das ist mir so blöd, deswegen ist Redundanz auch kein Backup. Und wenn der Rechner geklaut wird, hilft einem das auch nicht und wenn das Ding explodiert, Hardware-Failure, zählt Explosion als Hardware-Failure oder ist das externe Destruktion? Kommt drauf an, was explodiert. Ja, wenn die Explosion von innen kommt, ist das halt. Nee, wenn die Explosion von einem Bauteil aus dem Computer kommt, aber wenn jemand da Sprengstoff reingemacht hat, ja, natürlich, aber wenn jemand einen Böller. Das ist nicht so drei Leute. Wenn jemand aber konsequenterweise Termit auch noch auf. Termit, genau. Genau, das heißt, wir haben uns jetzt überlegt, was ist alles kein Backup und es fällt relativ viel darunter, was ist kein Backup. Ich möchte da noch was zur Diskussion stellen. Ja. Wer ist dafür, dass als QR-Code ausdrucken als Backup zählt? Als wer ist dafür, dass als QR-Code ausdrucken als Backup zählt? Der Raum reicht aber nicht dafür. Na gut, dann zählt es leider nicht als Backup. Okay. Snapshot. Genau, Frage, die ich nochmal stellen wollte, wer macht denn hier überhaupt alles Backup? So. Zehn Leute von, wie viel sind wir hier? 20? Wir sind fast 30, 29 Leute. Alles klar. Alles klar. Backup nur für das Notwendigste. Ist auch ein Konzept. Aber gut. Okay, dann überlegen wir doch mal, was macht denn so ein gutes Backup aus? Und ich stelle das mal zu, das ist ja mal so ein Diskussionsgrundlage, was meines Erachtens ein gutes Backup braucht. Oder was meines Erachtens die Erfordernisse für überhaupt Backups sind. So. Was ist Backup? Ein Backup ist nur dann ein Backup, wenn es drei Punkte erfüllt. Erstmal, es ist irgendwie auf Gerät. Das heißt, ein physisch getrenntes Gerät von dem Rechner, den man backupt. Idealerweise auf Site.
Festplatte haben, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Festplatte, die nicht in diesem Laptop drin steckt, denn wenn das Ding explodiert, explodiert die halt mit. Und die auch irgendwie nicht direkt auf dem Laptop drauf liegt, denn wenn das Laptop explodiert, explodiert die halt mit. Also die vielleicht ein bisschen weiter weg liegt. Irgendwas, was auch viel Geld ist. So, ein Backup ist auch nur dann ein Backup, wenn es automatisch ist. Nicht automatisierte Backups sind keine Backups. Denn dann endet das in dem Szenario, ach ja, ich müsste jetzt ja mal wieder ein Backup machen, aber nee, gerade muss ich noch den ganzen anderen Kram machen, mache ich gleich, ach, es ist ja schon so spät, ich gehe ins Bett, ich mache das morgen, ach, ist das ein schöner Tag, was wollte ich noch heute machen, ach, ist egal, ich werde schlafen. Und das war's halt, und dann hat man, stellt man irgendwann fest, oh, gerade ist mein Laptop explodiert, Backups, da war ja was. Also ein Backup, das nicht automatisch ist, ist meiner Auffassung nach kein Backup. Dritter Punkt. Wir haben gesagt, Redundanz ist kein Backup, aber Redundanz ist eine der Kriterien für ein Backup. Denn wann stellt man fest, dass ein Backup-Medium kaputt ist? Naja, dann in dem Moment, wo man einen Restore machen will und dann feststellt, ups, gerade stimmt mir aber die Platte oder diese Daten, Datei sieht irgendwie nicht so aus, wie sie sein sollte. Das heißt, man will irgendwie nicht, dass man im Moment des Restores feststellt, dass das Backup kaputt ist, sondern dass man in dem Fall halt noch ein zweites Backup hat. Und wenn dann irgendwie beide Backups gleichzeitig kaputt sind, dann hat man irgendwie hart gelitten oder zu wenig Redundanz. Das kann man sich jetzt auch suchen. Genau, das sind die drei Kriterien, die ich ansetzen würde für was ist ein Backup, und alles, was diese drei Kriterien nicht erfüllt, ist kein Backup meines Erachtens. Wir haben so ein bisschen so einen Trade-off natürlich, wenn man irgendwie eine Festplatte hat, die man immer abstöpselt. Das beißt sich so ein bisschen mit dem automatisch, weil man natürlich eine Festplatte, die man irgendwie immer abstöpselt, die kann man irgendwie nicht automatisiert anstöpseln, gerade wenn man so einen Laptop hat, was man irgendwie mit nach Hause bringt. Das ist so ein bisschen der Trade-off, den man machen muss. Aber eine Lösung für das wäre zum Beispiel irgendwas über das Netzwerk oder halt irgendwas, wie ich das zum Beispiel mache, ist, ich habe meinen Laptop und das kommt zu Hause auf die Dockingstation drauf und da ist die Platte direkt angeschlossen und dann wird automatisch das Gerät das Ganze. Also so ein Backup getriggert. Auf Gerät heißt übrigens auch, dass dieses Gerät physisch abgekoppelt ist. Das heißt, selbst wenn die Platte noch eingestöpselt ist, wenn man zu Hause ist, ist sie mindestens unmounted und nicht eingebunden. Denn wenn man dann versehentlich ein RM-RF-Stern macht, dann ist nämlich auch das Backup mit weg, wenn die Platte gemountet ist. Das heißt, auf Gerät heißt auch, wenn gerade kein Backup läuft, ist das Ganze nicht eingebunden. So, das wären jetzt so die Konzepte, die ich persönlich ansetze für was ist ein Backup und was ist kein Backup. Und für die meisten dieser Probleme sind natürlich diese drei Punkte abgedeckt. Aliens zugegebenermaßen nicht. Und das meiste andere, ja gut, geschissene Bürokratie, das ist dann auch nicht los. Aber das Archiv ist, gut, wenn du dein Backup irgendwie zu einer Versionskontrolle ausbauen willst, dann bist du da vorne. Aber das meiste, also hier Hardware-Failure und Leute sind scheiße und Brain-Arm-Kran, das kannst du dann meistens abdecken. So, soviel zum Thema Theorie. Jetzt wäre natürlich noch die spannende Frage. Wie habe ich das denn beispielhaft bei mir implementiert? Und ich habe mir jetzt mal dediziert den Punkt automatisch rausgesucht, den ich jetzt einmal demonstrieren kann, wenn da jemand Interesse dran hat, wie ich das persönlich bei mir umsetze, dass quasi immer wenn ich nach Hause komme, automatisch ein Backup läuft. So, wo ist denn dieser Beamer? Gabelsalat drin. So. Das sollte funktionieren. Sollte dieser Beamer da angehen? Sieht er das auch? Er ist schon da. Ah, perfekt. Ah, da kommt B. Perfekt. So, und dann brauchen wir kein Licht mehr. Dafür ist das auch ein Feld. Sag, mach's mal. Besser. So. So, wie ich nämlich. Kannst du noch ein bisschen größer machen? Ja.
persönlich löse, ist folgendes. Es gibt unter Linux das schöne Tool UDEV. Das kriege ich mit, sobald ich irgendwelche Platten einstecke. Und was ich dann mache, ist, ich habe mir eine UDEV-Regel geschrieben. Da müsste sie drin stehen. So. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen, obwohl nicht geht eigentlich. So, das hier oben ist für die Dingens. Und das ist der spannende Part. Also ich kann hier solche Regeln definieren. Und das blaue da ist Kommentar, das ist jetzt mal egal. Das sind Überbleibsel von alten Backup-Platten, die ich mittlerweile ausgetauscht habe, weil sie zu klein geworden sind. Und ich kann hier UDEV einfach sagen, wenn du hier im STSI-Subsystem irgendwo eine Platte siehst, die auf diese Attribute da, Model und, ja, in dem Fall nur das Model, triffst, bei der die Action irgendwie gerade add ist, das heißt, die tauchen gerade auf, dann lass doch einfach mal das, was ich hier da spezifiziert habe, laufen. Dieses System-CTL, no-block-start, rbackup-to-block-triggered, add-triggered-service. Dieses user-bin-system-CTL, gedöns, fu-bar-bla, kreuz, ist im Prinzip das Starten meines Backup-Systems. Da kann man im Prinzip alles nehmen. Da kann man irgendwie ein RSync aufrufen, da kann man irgendwie ein selbstgeschriebenes Skript schreiben. Das ist völlig Rille. Der Witz ist halt, sobald mein System diese Platte sieht, sobald diese Platte auftaucht, wird das gestartet. Und das heißt, ich komme nach Hause, stecke meinen Laptop aufs Dock, die Platte taucht auf, das Ganze legt los und es läuft automatisch, ohne dass ich irgendwas tun muss, ein Backup los. Und ich habe jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ein neues Backup. Wie die dann on the long run verarbeitet werden, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall ist das dieser Punkt, wie ich persönlich die Automatisierung löse. Die Platte, die da auftaucht, ist dann auch standardmäßig unmounted und R-Backup kümmert sich dann selber darum, dass die Platte gemountet wird, macht das Backup rein und unmountet sie wieder, damit ich nicht durch Brain-RF-Harness versehentlich meine Backups mitschreddere. Das will man ja nicht. Aber das ist irgendwas, wie ich persönlich finde, dass man das ganz gut bauen kann. Man hat einfach irgendwie ein System, das sieht, wenn das Backup-Medium auftaucht und dann einfach automatisch sagt, okay, jetzt mache ich ein Backup. Genau, das wäre das. Das Off-Gerät habe ich, wie gesagt, damit gelöst, dass das Ding standardmäßig unmounted ist und eben nicht zugänglich vom Dateisystem. Und die Redundanz, gut, da gibt es verschiedene Varianten. Entweder man macht irgendwie mehrere Platten und macht dann ein Backup halt auf mehrere Platten separat oder man dupliziert halt das eine Backup, was man gemacht hat. Das kann man tun, wie man gerade fröhlich ist. Und wie machst du das? Ich persönlich dupliziere. Ich mache ein Backup auf die Platte und die Platte wird dann wiederum nochmal, die Backups da werden wiederum nochmal dupliziert auf eine andere Platte. Das hat für mich den Vorteil, dass man nur einen Backup-Stand quasi hat und nicht irgendwie gucken muss bei mehreren Backups, oh, jetzt ist gerade was schiefgelaufen, was ist denn das Neueste? Sondern man hat eben ganz klar, es gibt nur einen Zustand, in dem das Backup sein kann und das ist halt immer das Neueste. Deswegen habe ich mich persönlich für den Approach entschieden. Gut, das wäre so ein kleiner, spontaner Einblick in, wie ich denke, dass man Backups machen kann. Fragen oder Anmerkungen oder Kommentare. Zu dem letzten Punkt. Du hast kein inkrementelles Backup. Ich hatte vor kurzem den Fall, dass irgendetwas dazu geführt hat, dass mein Apache auf dem Server so gar nicht mehr das gemacht hat, was er eigentlich tun sollte. Das ist blöd. Und dann habe ich festgestellt, das ist irgendwie schon so ein paar Tage so und ein paar Backups. Und dann bin ich halt eine Woche zurückgegangen, habe die Konfiguration eingespielt und alles war wieder in Butter. Das ist richtig. Ja, man will natürlich irgendwie nicht nur immer ein Backup haben und das Neue überschreibt dann immer das Alte. Das ist ein Punkt, den können wir noch aufführen. Man will eine Historie haben. Das ist selbstverständlich, das stimmt, das habe ich für zu offensichtlich gehalten. Natürlich will man nicht nur immer das neueste Backup haben, sondern man will irgendwie was haben, was jetzt so mittelalt ist, also Überkäse. Man will irgendwas haben, was jung ist, man will was haben, was mittelalt ist, man will was haben, was alt ist, damit man im Zweifelsfall, wenn man feststellt, oh, heißt gut ab und habe meine Passwortdatenbank überschrieben, aber ich brauche die ja so selten und habe das irgendwie erst ein Jahr später gemerkt und jetzt komme ich irgendwie, keine Ahnung, in meinen Porn-Account nicht mehr rein, dann will man auf jeden Fall dieses Passwort zurücksetzen, beziehungsweise die Passwortdatenbank wiederherstellen. Denn beim Porn-Account hat man natürlich auch nicht seine E-Mail-Adresse, ist ja nicht mehr ja eigentlich, sondern schon eine Fake-E-Mail-Adresse. Das heißt, man hat nur dieses Passwort, deswegen muss man auf jeden Fall halt ein altes Backup haben, das man wiederherstellen kann.
Genau. Richtig. Das sind dann der Punkt, damit haben wir 4 Punkte, die ein gutes Backup ausmachen. Weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Wie löst du das Problem, dass dein Laptop im Suspend ist oder dein Laptop nur eine gewisse Zeit lang drauf liegt, weil so ein Backup kann schon eine ganze Weile dauern, gerade wenn es ein Full-Backup ist? Das ist richtig, das sorgst du darüber, oder das löse ich persönlich darüber, dass ich ein System habe, was relativ schnell geht. Ein Backup dauert bei mir ungefähr 5 Minuten, weil es im Prinzip ein Async mit Hardlinks ist, also er nur den inkrementellen Teil nochmal separat wegbackupt und den ganzen alten, den ganzen Kram, der sich nicht geändert hat, übernimmt er einfach aus dem, übernimmt er einfach von den Daten, die schon bestehen. Das macht es relativ schnell, das heißt, er muss wirklich nur die Daten wegbackupen, die er schon mal, die er noch nicht gebackupt, die neu sind, die sich geändert haben, und die ganzen Daten, die sich nicht geändert haben, also quasi mein kompletter Musikordner und was nicht noch alles, das braucht er einfach gar nicht anfassen, sondern kann es direkt aus dem alten Backup nehmen. Ich mache das auch inkrementelle Backups mit Hardlink, aber weil ich das über Netzwerk mache und weil, weiß ich auch nicht warum, ist es bei mir fucking langsam. Ein Backup dauert bei mir 1,5 Stunden. Ich löse das so, dass das am Ende meines Shell-Skripts, das sich um das Backup kümmert, wird in den Backup-Ordner noch eine zusätzliche Datei namens completed geschrieben, in den Root-Ordner. Und wenn der automatische Backup-Trigger das nächste Mal läuft und er sieht, heute gab es schon Backup, da liegt aber keine Completed-Datei drin, dann macht er halt nochmal. Okay. Das löst das Problem für mich. Das ist auch eine Variante. Gut. Weitere Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Ich würde interessieren, hat irgendjemand eine Offsite-Backup-Lösung, die für den automatisiert funktioniert? Automatisiert mal bezahlbar ist? Automatisiertes Offsite-Backup ist zwar. Also, ich baue mir gerade was mit einem Kumpel zusammen, läuft effektiv so: ich habe eine 500 Platte dran, die kriegt er. Er hat eine 500 Platte dran, die kriege ich. Ja, und dann läuft das so peering-mäßig sozusagen. Also, jeder zahlt sozusagen selber am Strom. Also die einfachste Lösung, die nicht vollautomatisch ist, halt, du hast zwei Backup-Platten. Da sind mal eines zu Hause und die andere nimmst du mit ins Büro, kriegst du deine Staffelschublade und so wechselst, einmal die Woche wechselst du halt aus. Ja, das habe ich auch schon mal. So, noch eine Frage? Oder Anmerkung? Oder irgendwas? Eine Antwort war das. Ja. Für die wichtigsten Sachen gibt es so ein Service-Dienst Tasnet. Das ist das, was ich am sinnvollsten gefunden habe von dem, was ich so gesucht habe. Es kostet halt monatlich, weil das im Hintergrund Amazon Storage ist. Ja. Was kostet das? 25 Cent pro Gigabyte pro Monat. Also der Knackpunkt an Online-Backup, den man immer bedenken sollte, ist natürlich, in dem Moment, wo der Online-Backup-Anbieter pleite geht, sind die Backups halt weg. Das heißt, man sollte sich entweder einen nehmen, der solide finanziert ist. Ja, aber ist das oder stört ja nur, wenn das gleichzeitig passiert, wie dein On-Site-Backup ausgeht. Genau, das ist richtig. Das ist ja also alleine alleine darauf sollte man sich vielleicht nicht verlassen, aber als zusätzliche Sache mit entsprechend genug Verschlüsselung selbstverständlich ist das natürlich eine gute Sache. Jo. Es gibt so einen französischen Anbieter, der bietet für 5 Euro im Monat 1 Terabyte mit dreifacher Replikation in 3 verschiedenen französischen Standorten. Mein gegen das Atomkraftwerksnetz ist da nicht gefeit, aber. Alles richtig. Genau. Der große. Man müsste halt darauf achten, dass dann die Sachen verschlüsselt sind, wenn man halt wichtige Daten hat. Also, wenn man seine Backups halt irgendwo bei irgendwem auf andere Leute Computer parkt, die man nicht kennt. Genau. Ich würde behaupten, sogar auf andere Leute Computer von Leuten, die man kennt, einfach aus Prinzip. Aber. Sogar auf eigene Computer? Sogar wenn man auf eigenen Computer parkt, von Leuten, die man kennt. Sogar wenn man auf eigenen Computern parkt, muss man natürlich mal darauf achten, dass man dafür sorgt, dass man auch wirklich nur man selber die Sachen lesen kann. Und dass nicht der Crypto-Key dafür in den Backup liegt. Das ist richtig. Die Zugangsdaten für das verschlüsselte Backup-Device sollten nicht nur im Backup-Device liegen. Das wäre ungünstig. There have been stories. Mhm. Man hält das Ding einfach nicht gemountet oder nimmt es, stöpselt es ab, wenn man es nicht braucht. Zusätzlich halt noch dafür sorgen, dass man irgendwie ein Safeguard hat für den Zeitraum, wo dann ein Backup läuft.
genau, wenn, ich meine, wenn du es abstöpselst, kannst du derzeit nicht geschrieben werden, wenn du halt aber Dreck auf der Maschine hast und stopfst es an, ist dann halt der Dreck auch. Das ist richtig, ja. Genau. So, weitere Anmerkungen, Fragen, Kommentare? Wenn dem nicht so ist, würde ich mal in Erkenntnis der neuen Kriterien, die wir hier erarbeitet haben, mal fragen, wer macht Backup? Ungefähr die Hälfte. Alles klar. Ey, was mich noch interessiert, aus Neugier, was wir hier vorhin hatten, wer macht keine Backups und findet das auch gut so, weil er halt, sagt immer noch, dann macht er halt alles neu. Okay. Alles klar. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Chaos-Tag.